Buenos Dias, ihr zukünftigen Millionäre. Der Markt schwankt hin und her, ist insgesamt jedoch rot. Diverse Top-Kryptos machen nur Minus und Minus momentan und enttäuschen euch. Doch ein paar gewisse Kryptos kennen einfach keine Grenzen. Die explodieren, sie steigen förmlich jeden Tag mehr und brechen Tag für Tag ihre Allzeithochs. Mana, The Sandbox und der Crowcoin. Heute erkläre ich euch genau, was das für Kryptos sind, warum sie in letzter Zeit so stark gestiegen sind, meine eigene Meinung und warum ich diese Kryptos schon sehr früh vor den ganzen Hypes in meinen Gruppen und auch jede Krypto bereits in Videos vorgestellt habe. Aber natürlich hat es damals nicht viele interessiert. Man interessiert sich immer erst nach dem Hype und nach dem Anstieg dafür. Ich würde mich über ein Like und Kommentar freuen, da ihr mich so am besten unterstützen könnt und den Algo kräftig pusht für mich. Ich verteile zudem immer mal wieder zufällig gratis USDT an einen zufälligen Like und Kommentar. Falls euch meine Gruppen überhaupt nicht interessieren, oben links im Video könnt ihr sehen, wann der Videoinhalt beginnt und bis dahin überspringen. Falls ihr in die Telegram-Gruppe von mir wollt, mit exklusiven Tipps, schnellen Signalen und Ordern und die wichtigsten News und wie man handeln muss in jeder Marktsituation, wie meine Mitglieder die Kryptos wie Cardano, Ripple, VeChain, aber auch kleine Kryptos wie Mana, Sandbox oder Crow am Tiefpunkt kaufen konnten, fast perfekt diverse Kryptos, zum Beispiel momentan Mana und Sand, damals Shiba oder andere an den Höhepunkten verkaufen konnten, mit meinen Signalen, aber auch viele wichtige Inhalte und Signale für Leute, die nicht aktiv traden, sondern einfach nur hodeln. Und der Discord, der sozusagen eine perfekte Anfängerausbildung ist und alle wichtigen Themen für Anfänger behandelt, um in diesen Markt einzusteigen. Dann seid ihr in meinen Gruppen richtig. Eine Mitgliedschaft ist erfordert für den Zugang zu den Gruppen. Stoppt das Video kurz und lest euch das Angebot hier auf dem Bild durch. Zu den Gruppen kommt man mit dem ersten Patreon-Link in meiner Videobeschreibung. Bevor wir zu den drei Kryptos kommen, möchte ich jedoch noch kurz etwas sagen. Oft heißt es, warum sprichst du erst über diese Kryptos, wenn sie explodieren? Aber die Wahrheit ist, ich habe bereits über jede einzelne Krypto aus diesem Video gesprochen und Videos oder Gruppenbeiträge und Buy-Orders zugemacht, als sie noch 5 bis 15 Mal kleiner waren. Doch leider ist es so, dass es, wenn es nicht explodiert und gehypt ist, nur wenige interessiert. Nur wenige können meine Nachrichten anschauen und sich dann mit dem Projekt befassen und davon überzeugt sein und dann investieren. Die meisten interessiert viel eher nur der Preis und nur der Chart und so verpassen sie oft extrem starke Einstiegspunkte, weil sie erst aus FOMO nach der Explosion einsteigen. Sandbox, Mana und der Crow Token waren allesamt in meiner Kryptoliste aus meinen Gruppen und das schon vor dem Hype, vor den Explosionen. Zu Mana gab es Buy-Orders bei 0,83 Dollar, die damals auch getriggert wurden. Sandbox wurde in einem Video und in den Gruppen vorgestellt am 3. September, da war es unter 1 Dollar wert, jetzt ist er bei fast 8 Dollar. Das könnt ihr auch selber nachschauen, hier seht ihr welches Video das war. Zum Crowcoin gab es Buy-Orders, die bei 0,104 Dollar und sogar unter 0,1 Dollar waren und alle getriggert wurden damals zu den Crash-Zeiten. Hat aber viele damals nicht interessiert. Man glaubt halt nicht an ein Projekt, solange es nicht explodiert. Ich finde, man kann so viel erreichen in diesem Markt, wenn man sich mit Projekten befasst, an sie glaubt, früh investiert und sich nicht nur um den Preis, den Kurs und den Hype kümmert. Natürlich muss man auch Geduld haben. Das finde ich manchmal traurig, da die Projekte da draußen sind und sogar angesprochen werden, aber man glaubt nicht an sie. Aber kommen wir nun zu den drei Kryptos. Übrigens, diese Kryptos sind alle extrem stark explodiert. Crowcoin geht zwar ein wenig runter momentan, aber sie sind immer noch verhältnismäßig extrem weit oben. Deshalb ist dieses Video momentan keine Kaufempfehlung. Das wäre FOMO. Es ist schlichtweg kein guter Einstiegspunkt. Zuerst mal Mana Decentraland. Decentraland ist eine Software, die auf Ethereum läuft und Anreize für ein globales Netzwerk von Nutzern schaffen soll, eine gemeinsame virtuelle Welt zu betreiben. Decentraland-Nutzer können digital Immobilien kaufen und verkaufen, während sie diese virtuelle Welt erkunden, mit ihr interagieren und Spiele spielen. Im Laufe der Zeit hat sich die Plattform weiterentwickelt, um interaktive Anwendungen, Zahlungen innerhalb der Welt und Peer-to-Peer-Kommunikation für die Nutzer zu implementieren. Zwei verschiedene Arten von Token regeln den Betrieb in Decentraland. Diese sind Land, ein Non-Fungible Token, der verwendet wird, um den Besitz von Landparzellen zu definieren, die digitale Immobilien darstellen. Zweitens Mana, eine Kryptowährung, die den Kauf von Land sowie von virtuellen Gütern und Dienstleistungen in Decentraland ermöglicht. Änderungen an der Decentraland Software werden durch eine Sammlung von Blockchain-basierten Smart Contracts umgesetzt, die es den Teilnehmern, die Mana besitzen, ermöglichen, über politische Updates, Landauktion und Subventionen für Neuentwicklungen abzustimmen. Die Decentraland Foundation, die Organisation hinter der Entwicklung der Decentraland Software, wurde schon 2015 von Esteban Ordano und Ariel Milik gegründet.
Vor dem Start der Plattform hat Decentraland, eine dezentrale autonome Organisation, also DAO, gegründet, um die Verwaltung des Projekts an seine Nutzer zu übergeben. Außerdem behauptet das Gründerteam, dass der private Schlüssel, der den Smart Contract von Decentraland kontrollierte, zerstört wurde. Warum wird Mana verwendet? Nutzer könnten Decentraland als einen anpassbaren und gemeinsam genutzten virtuellen Realitätsraum interessant finden. Das Decentraland-Ökosystem könnte auch für Spieler interessant sein, die im Spiel eine Währung verdienen wollen, die einen Geldwert hat und gegen reale Waren und Dienstleistungen eingetauscht werden kann. Investoren könnten versuchen, Mana in ihr Portfolio aufzunehmen, wenn sie an die Zukunft der virtuellen Realität und ihre Fähigkeit, Nutzer auf der ganzen Welt zu verbinden, glauben, also das Metaverse. Nach der Facebook-Nachricht, dass sie ihren Namen in Meta umbenennen, war Mana die erste Münze, die Kryptoinvestoren damit in Verbindung brachten, weil Mana die Kryptowährung war, die in der Vergangenheit am meisten über ein Metaverse gesprochen hat. Der Preis explodierte sofort und ist seither mit nur kurzen Unterbrechungen zum Mond gestiegen, denn seither sind auch viele andere Firmen dazugekommen, wie Disney, Ubisoft und weitere. Hier seht ihr alle Börsen, an denen ihr Mana Decentraland kaufen könnt. Nun kommen wir zu The Sandbox. Was ist The Sandbox? Die Sandbox ist eine Software, die auf Ethereum läuft und eine dezentralisierte virtuelle Spielwelt betreibt. Im Kern ist die Sandbox ein Spiel, in dem Spieler digitale Grundstücke, genannt Land, kaufen und darauf Erlebnisse schaffen können, diese mit anderen Nutzern teilen. Es hört sich sehr an wie Mana Decentraland. Auf diese Weise ist die Sandbox ein Modell eines Blockchain-basierten Metaversums nach dem Vorbild von Decentraland. Zusätzlich zum NFT-Typ Land-Token verfügt The Sandbox über zwei weitere Native-Tokens, die Operation in ihrem Metaverse steuern. Erstens der Sand-Token. Sie werden verwendet, um verschiedene Transaktionen zu ermöglichen, die Teil des Spiels sind, einschließlich des Kaufs von Land, der Interaktion mit nutzergenerierten Inhalten und des Einsatzes von Land, um an der Verwaltung der dezentralen autonomen Organisation teilzunehmen. Zweitens der Asset-Token, Non-Fungible-Token, die Spielgegenstände wie Ausrüstung für Avatare und Kreation repräsentieren, die zur Befüllung von Land verwendet werden. Sie können auf dem Marktplatz von The Sandbox gehandelt werden. Die erste Version von The Sandbox wurde Anfang 2012 als Handyspiel in Zusammenarbeit zwischen Pixel und dem Spielentwickler Onimatrix veröffentlicht. Im Jahr 2018 kündigte Sand an, eine 3D-Sandbox-ähnliche Welt zu schaffen, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um die Vorteile von nutzergenerierten Inhalten und Token-Ökonomie zu nutzen. Aber warum hat Sand einen Wert? Sand ist der Utility-Token des vielseitigen Ökosystems von The Sandbox und kann für die Erstellung von Asset-Token, den Kauf und Verkauf von Assets auf dem Marktplatz, die Teilnahme an Transaktionen mit Land und die Interaktion mit nutzergenerierten Erfahrungen verwendet werden. Sand ist auch der Governance-Token der Sandbox DAO, was bedeutet, dass der Besitz von Sand-Token den Nutzern ein Stimmrecht zur Verbesserung der Plattform nach ihren Wünschen gewährt. Außerdem ist das Angebot an Sand begrenzt, was bedeutet, dass es nach den Regeln der Software nur 3 Milliarden Sand-Token geben wird. Investoren finden in der Sandbox eine attraktive Kombination aus anpassbarem Gameplay, digitalem Landbesitz und Raum für Kreativität. Die Sandbox bietet auch die Möglichkeit an, die Blockchain-Wirtschaft durch die einzigartige Tokenomik von nutzergenerierten NFTs zu erkunden. Wenn man an den zukünftigen Wert von digitalem Land und die zunehmende Akzeptanz von nutzergenerierten Spielplattformen und Metaverses glaubt, kann man Sand in sein Portfolio aufnehmen, wenn der Preis stimmt. Die Sandbox ist in den letzten Wochen explodiert, weil sie offensichtlich auch von den Facebook-Nachrichten profitiert hat und auch von Mana Decentraland angetrieben wurde. Sandbox ist auch in der Metaverse-Welt ein großer Name, weshalb der Coin in letzter Zeit einen Boom erlebt hat. Nicht nur das, sie machten auch mit mehreren Kooperationen mit Adidas, The Walking Dead oder Atari von sich reden. Außerdem ist am 29. November der Launch der Alpha von The Sandbox. Dies ist sicherlich auch ein riesiger Push für den Preis gewesen. Es bleibt abzuwarten, was dann am 29. November passieren wird und ob es ein Blutbad geben wird wie bei Cardano nach dem Smart Contract Launch oder Shiba nach dem Doge Flippening. Auch wo man The Sandbox kaufen kann, könnt ihr jetzt im Video sehen. Nun kommen wir zum dritten Token, dem Crow Coin. Falls ihr euch übrigens auf crypto.com anmelden wollt, der zweite Link in der Videobeschreibung ist mein Reflink für Crow, daneben steht noch der Code alleine. Wenn ihr euch damit anmeldet, erhaltet ihr und auch ich im Prozess $25 gratis und kleine Bonis in der Zukunft.
Crypto.com-Chain ist ein weiteres Projekt, das von der in Hongkong ansässigen Zahlungs- und Kryptowährungsplattformfirma Crypto.com, auch bekannt als Crow Protocol Labs, gestartet wurde. Die Chain verfügt über einen eigenen Crypto.com-Chain, der Crow-Token, der es den Nutzern ermöglichen soll, Kryptowährungszahlungen an so viele global verfügbare Händler wie möglich zu tätigen. Dies soll erreicht werden, indem der Crow zu einer Zwischenwährung gemacht wird, die die Konvertierung von Kryptowährungen in ihre Fiat-Gegenstücke zu viel geringeren Kosten ermöglicht. Auf diese Weise hofft das Team von Crypto.com, die globalen Ambitionen des Tokens mit der durch reale Anwendungsfälle inspirierten Akzeptanz und Unterstützung zu kombinieren. Also was genau versucht Crypto.com-Chain zu erreichen? Crypto.com wird als Plattform der nächsten Generation bezeichnet, die Händler und Kryptowährungsnutzer auf einer öffentlichen Blockchain zusammenbringen soll, die in der Lage ist, sofortige, kosteneffiziente und sichere Transaktionen zwischen ihnen zu unterstützen. Dies soll dadurch erreicht werden, dass die Chain einige der Probleme angeht, die als die Hauptschwierigkeiten auf dem Weg der Blockchain zu einer breiteren Akzeptanz beschrieben werden. Das wären: Crypto.com-Chain soll hohe Skalierbarkeit und schnelle Zahlungsabwicklung bieten. Sie will sich von den traditionellen Fiat-Zahlungsstrukturen befreien, die für innovative Zahlungsmethoden wie Kryptowährungen nicht geeignet sind. Sie sieht die Dezentralisierung als Abkürzung, um Kryptozahlungen zu einer Mainstream-Option zu machen. Sie möchte vermeiden, zu einem potenziellen zentralen Ausfallpunkt zu werden und somit seine Sicherheit verbessern. Als Native Token wird der Crow Coin hauptsächlich für die Abrechnung von Zwischenwährungen über verschiedene Vermögenswerte verwendet. Alle Teilnehmer an der Kette, die Transaktionen durchführen, müssen Crow Token verwenden, um die Block-Transaktionsgebühren zu bezahlen. Token werden hauptsächlich als Belohnung für die Verarbeitung und Überprüfung von Transaktionen verdient, wobei jeder Knotenpunkt einen festen Betrag an Crow Token als Gegenleistung für das Recht zur Teilnahme an den Operationen des Netzwerks einsetzen kann. Crow explodierte in letzter Zeit wegen unglaublich starkem Marketing, allen voran die Namensrechte für das Staples Center, also das Basketballstadion von den Los Angeles Lakers und den Clippers, für die nächsten 20 Jahre. Auch in der Formel 1 und der UFC haben sie unglaublich starkes Marketing gemacht, was langsam Früchte trägt. Es scheint, als würden viele von Binance zu Crypto.com wechseln momentan. Auch wo ihr Crow kaufen könnt, könnt ihr jetzt im Video sehen. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst bitte ein Like und Kommentar zu meiner Unterstützung. Und vergesst bitte nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.